Servus Erdnuss, herzlich willkommen zurück zu Kena. Ja, lang ist her. Ich habe jetzt bestimmt eine Woche Pause gehabt und muss mir erstmal anschauen, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir haben, glaube ich, den Bogen bekommen von Rusu, genau, so heißt der gute Mann. Sehr sympathischer Mann. Ich hoffe, dass der uns nicht irgendwie in den Rücken fällt. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig in solchen Games. Die, ja, wo man ganz alleine gegen eine Gegenübermacht kämpft und dann tauchen Charaktere auf, die vermeintlich die Guten sind und am Ende verraten sie einen. Also ich hoffe, das ist hier nicht so eine Kiste. Guckt euch mal, wie viele, Alter, wie viele Rot wir haben. Das ist schon mittlerweile ein ganz schöner Pulk, der uns hier hinterherläuft und ab und zu einfach verschwindet. Vielleicht für Performance. Für die Performance. Ja, tauchen aber auch einfach wieder auf. Sieht auf jeden Fall cool aus, wenn so eine ganze schwarze Wolke in da umherläuft. Ja, wir sollen Rusu im Vergessenen Wald treffen. Da sind wir auch kurz davor. Aber was mir gerade einfällt, ja, ich habe es natürlich gemerkt. Und zwar sollen wir oder wollen wir hier weiter oben, genau, bei Rusus Posten, da gibt es, glaube ich, noch so eine Platte, die wir nicht identifizieren konnten oder einordnen konnten. Und zwar war das nämlich eine Platte, wo ein Rod was draufstellen kann, wo die Rods was draufstellen können. Und die holen wir uns noch, bevor wir unseres Weges ziehen. Haben wir weiter unten nämlich dann nochmal entdeckt, so eine Platte. Und da haben wir dann gecheckt, was wir machen müssen. Und das gleiche machen wir jetzt auch hier oben. Hoffentlich finden wir die Platte noch. Genau, und dann ist das nämlich so eine Skulptur, die wir da draufstellen müssen. Vorausgesetzt, wir finden diese Platte. Das kann jetzt ein paar Minuten dauern. Und ich mache mir die Zeit, die das dauert, dann eben einfach ein bisschen länger. Die Folge. Hier sind wir schon mal falsch. Kann man auch noch ein bisschen die Steuerung üben. Damit wir dann im nächsten Match nicht gleich irgendwie aufs Maul kriegen. Weil wir die Steuerung verchecken. Da war Rusu übrigens. Ja, ich meine, hier irgendwo ist die Platte. Ja, krasser Teleport-Mensch. Kleiner Angeber. Sagt er hier was anderes? Not bad. There are other challenges on this peak. Die Herausforderungen hier haben wir bereits gemeistert. Hier geht es darum, den Bogenumgang zu trainieren. Das haben wir alles erfolgreich gemacht. Hier können wir die Rod draufhetzen, dann können die sich vollfressen und können. Oh, das hat auch Karma gegeben, glaube ich. Dann starten die im nächsten Kampf mit 2 Mutpunkten, können also dann direkt beliebig eingesetzt werden, entweder zum Heilen oder zum Angreifen. Hier kann man neue Hüte kaufen. Ich glaube, die Platte war irgendwo an einem Wegesrand. Aber dass die jetzt nicht so ohne weiteres zu finden war, habe ich mir schon gedacht. Aber wir wollen natürlich wissen, was die freischaltet. Hier ist es doch irgendwo. Ich meine, hier ist es irgendwo. Ja, man kennt es, ne? Sowas kann, wie gesagt, eine Weile dauern. Ich glaube hier. Ja gut, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt.
meine, wenn wir dem Weg folgen, finden wir es irgendwann zwangsläufig. Ist doch eigentlich ein ganz cooles Bild, oder? Dann machen wir doch mal einen Fotomodus. Ganz kurz. Das finde ich nämlich echt schön gerade. So. Und das Coole ist, wenn man hier den Fotomodus benutzt, die Interface-Anzeige wird ausgeblendet im Screenshot. Automatisch. Finde ich cool. Da muss man sich selbst nicht drum kümmern. Kann einfach losknipsen. Die ist natürlich trotzdem sichtbar, wenn wir mit dem Share-Button den Screenshot machen. Das sollte man nicht vergessen. Da sind die Interface-Symbole dann leider drauf. Kann das da drüben gewesen sein? Die Blume zieht uns ja rüber. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass das da drüben ist. Ach ja, okay. Also so sieht Levelbegrenzung aus, Leute. Schade. Warum? Naja. Die Entwickler hatten vermutlich einige Limitierungen. Man kann hier auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr springen. Ich kann gar nicht mehr abspringen, um den Bogen zu benutzen. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch nicht so schnell einen Abgang machen. Rod verwenden. Wobei. Ja gut, wissen wir. Tja. Leider haben wir jetzt den Punkt nicht gefunden. Was ein bisschen schade ist. Sollen wir erstmal weitergehen? Wir können ja jederzeit zurückteleportieren. Ich will jetzt hier nicht die halbe Folge mit Sucherei verbrauchen. Deswegen gehen wir am besten einfach mal weiter. Ne? Gut, dann können wir uns beim nächsten Punkt ja auch gleich mal weiter teleportieren. Gab's im Haus noch was? Das ist Rusus Haus. Das haben wir gereinigt. Also wir haben hier nicht Frühjahrsputz gemacht. Hier ist doch die Platte. War das die, die wir verpasst haben? Dann suchen wir jetzt hier mal. Ach, guck mal. Das ist interessant. Schaut mal hier. Und hier vibriert auch der Controller. Ich bin sicher, man kann hier irgendwas machen. Man kann hier irgendwie einen Rod rausziehen oder so. Sonst wären hier keine Schmetterlinge. Aber ich kann hier nichts machen. Bestimmt kriegen wir noch die Gelegenheit. Und hier? Ach was. Guck mal. Ja. Stark. Okay, das hat nichts gebracht. Ach so, warte. Die sind ganz schön schnell unterwegs. Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Okay, das hat auch nichts gebracht. Gut, tja, nicht so einfach, ne? Also, eins nach dem anderen. Wo kommt dieser Tropfen hin? Dahin. Natürlich. Ich Blindfisch. Wie gesagt, das hier, das kriegen wir noch.
Es vibriert auch immer noch, also da ist irgendwas zu holen. So, jetzt können die natürlich den hier machen. Ach so, guck mal. Das gab Karma. Ja klar, Logo, wir sollen uns ja um die Gegend kümmern. Und das gibt natürlich Karma-Punkte, ist ja ganz klar. Und jetzt können die hier knabbern. Und können die auch dieses große Gewächs mitnehmen? Kann ich da drauf schießen? Nö. Es bleibt bei den Schmetterlingen, es bleibt bei der Vibration. Und ja, es bleibt auch dabei, dass wir momentan nichts machen können. Na gut. Na gut, na gut. So, das nächste Problem war, hier was auf die Platte zu stellen. Das ist der Warp. Jetzt müssen wir nur was finden, was wir auf die Platte stellen können. Es gibt vermutlich... Da ist es. Ja. War nicht so schlecht versteckt, ne? Es war nicht direkt um die Ecke, sagen wir es mal. Es ist eigentlich schon direkt um die Ecke. Ich tippe mal darauf, dass es Kristalle zur Belohnung gibt. Was jetzt auch nicht so schlimm gewesen wäre, wenn wir keine weiteren Kristalle bekommen hätten. Aber egal, wir wollen ja auch Karma-Punkte. Apropos Karma-Punkte. Gucken wir mal kurz in die Upgrades rein. Was macht das nochmal? Genau, der Rod startet mit einer Aktion und hier gibt's den Hammer. Und wir wollten uns vielleicht den Sprintangriff mal holen. Oder wir wollten sparen auf den Pfeil, weil das auch ziemlich krass ist. Guckt euch das mal an, wir sparen noch. Vielleicht kriegen wir jetzt genug Karma-Punkte. Dann können wir uns den Superpfeil holen. Fast! Na gut. Ah, Teleport. Progress, Leute, Progress! So. Gehen wir dahin. Ja. So, da sind wir doch schon richtig. Ach so. Ja. Da lang. Da lang, da lang. Hier vibriert schon wieder irgendwas. Ein versteckter Pfad. Okay, das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Was gibt's hier? Einen neuen Mitstreiter. Servus! Gut, 26 Boys and Girls. Können wir auch bald wieder neue Hüte besorgen für die Kleinen. Denn die kleinen Rod lieben Hüte. Und wir haben Karma. Jetzt können wir dieses krasse Fall-Upgrade holen. Das funktioniert so, dass wir einen Rod auf einen Feind hetzen müssen,
Der bindet sich an den und dann schießen wir mit Pfeilen drauf. Und dann gibt der an andere Feinde ebenfalls den Damage ab. Das bringt's natürlich nur bei größeren Gegnergruppen. Und wenn sie noch nicht bei uns sind. Ne? Das ist klar. Wenn die auf uns einstürmen, haben wir natürlich Besseres zu tun, als aufwendig den Gegner zu binden. Dann müssen wir einfach einen Knüppel draufhauen. Aber bis es soweit ist. Okay. Ich bin ein sehr guter Bogenschütze. Es ist mit dem Zeitlimit verbunden. Cool. Wir haben schon direkt die Lösung des Rätsels bekommen, was wir noch gar nicht so richtig angefangen haben. Nämlich die Rod in ihre urtümliche Gestalt befördern, damit wir diese Verderbtheit da unten platt machen können. Jetzt müssen wir nur noch dahin finden. Ich habe nämlich ehrlich gesagt vergessen, wo es ist. Okay, man kann nicht rennen, während die Rod aktiv sind. Erstmal abchecken, wo das ist. Das ist eher hier oben gewesen. Ach, guck mal. Dem wachsen Äste aus dem Kopf. Witzig. Sieht ein bisschen aus wie ein Geweih. Wie ein Fabelwesen. Eins von den vielen Fabelwesen in diesem Spiel. Hier oben war das. Am Abgrund. Was ist denn hier? Oh! Ein bisschen was naschen. Kristalle. Ja, und es gibt für jeden Pups gibt es Karma-Punkte. Deswegen alles mitnehmen, was irgendwo geht. Wir müssen uns dann hier oben, wenn wir mit dem Rod-Knäuel hierher kommen, da ist es doch schon. Ist doch gar nicht so weit weg. Ist doch easy peasy. Da haben wir es doch, Leute, da haben wir es doch. Und zack. Noch mehr Karma-Punkte. Und noch mehr Kristalle. Ganz schön viele. So. Ja, jetzt gehen wir weiter. Richtung Zielmarkierung. Und dort treffen wir wieder Rusu. Okay, ja, wir werden jetzt hier... Wir haben ja beim letzten Mal einen relativ krassen Boss besiegt und haben da ein Relikt, unser erstes von drei, bekommen. Und zwar das Messer. Okay, mit dem einen Messer können wir noch nichts machen. Dann gehen wir jetzt hier durch. Schätzungsweise. Hier richtig? Nee. Hier vielleicht.
Hier gibt's Hüte. Cool. Gib mir Kristalle. Ach, wir haben einen Fuchshut freigeschaltet. Okay, wow. Jede Menge neue Rot ohne Hüte. Dann wollen wir doch mal dafür sorgen, dass diese Rot gut behütet werden. Kommen zwei Blumen, zwei Federn. Oh, die ist teuer. Alles klar, Leute, okay. Manche Hüte sind teurer. Deutlich teurer sogar. Der Fuchs ist auch teurer. Kaufen wir zwei und wir kaufen eine Maske. Und davon gibt es auch nur einen, okay. Ja, das ist cool. Die Maske ist cool. Stark. Gut, es sind noch zwei ohne Hut. Das haben wir noch nicht so oft. Vogelnester 2. Machen wir noch zwei Vogelnester? Ne, machen wir noch zwei Drehflügler. Ja. Gut. Die werden auch schön feinsäuberlich sortiert. Gut. Was geht hier noch ab? Kristalle. Ja, also wir haben endlich mal... Das Ding hat 500 gekostet, oder? Dann lohnt es sich ja doch, weil die Hüte natürlich deutlich teurer werden könnten, immer schön die Kristalle einzusammeln. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich nehme alles wieder zurück. Ich habe ja gesagt, die Kristalle sind sehr inflationär. Nein, die machen absolut Sinn in der Zahl. Weil die Hüte teurer werden. Deswegen ist das in Ordnung. So, ihr Lieben, wo müssen wir denn lang? Ich kann die Maske nicht aufsetzen. Ich kann die Maske nicht aufsetzen. Vielleicht hier runter? Wir gehen jetzt einfach mal hier runter. So richtig checke ich nicht, wo wir lang müssen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht können wir hier unten so einen Tropfen produzieren, um dann die Verderbtheit hier wegzumachen. Ne, das ist auch Käse. Maske. Der will, dass wir hier langlaufen. So. Und dann will er, dass wir da langlaufen, okay. Über den Wasserfall? Das geht doch gar nicht. Und hier geht auch nichts auf. Ballern? Nö. Da, ballern. Okay. Alles klar. Naja, das sieht man aber nicht so wirklich gut. Gibt bestimmt einige, die hier erstmal wieder Ochs vom Berg sitzen und nicht wissen, wie es aufgeht. Geschweige denn, dass es hier überhaupt durchgeht. Russo. Okay. Zweiter Dungeon. No one knows the true age of these shrines. Ach so. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Watching over the forest like ancient guardians, Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the guardian tree. I can feel Taro's presence there. Zum Wächterbaum. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Rusu. I'll work to clean the shrines. Okay. Bau die alten Schreine wieder auf, um den Wächterbaum zu öffnen. Das hört sich so an wie eine Story-Quest aus einem Zelda-Spiel. Sorry für den dauernden Zelda-Vergleich, aber es ist einfach so... Ja, es bringt
Oldschool Zelda Vibes zum Vorschein bei mir. Bisschen Karma-Punkte. Dankeschön. Wisst ihr was? Wir holen uns jetzt auch mal diesen Sprintangriff. 5 Pfeile abfeuern. Das ist natürlich auch gut. Ein weiterer Pfeil. Vielleicht sollten wir lieber das machen. Aber wir wollen ja auch mal hier oben weiterkommen. Während du sprintest, drücke R2, um einen mächtigen Angriff aus der Luft zu starten. Es gibt natürlich hier auch noch jede Menge lohnenswerte Sachen, die direkt den Nahkampf betreffen. Ja, das sollten wir nicht unterschätzen. Deswegen machen wir jetzt mal hier weiter. Weil der ist zum Beispiel auch ziemlich geil. Ein schwerer Angriff aus dem Sprint. Das ist auch geil. Und hier braucht man sogar einen höheren Rod-Level. Führe einen schweren Angriff mit präzisem Timing durch, um schweren Schaden, massiven Schaden zu verursachen. Man lädt ihn auf und lässt ihn im genau richtigen Moment los. Und zwar, wenn der Stab anfängt zu blitzen. Das ist wahrscheinlich das Timing, was hier gemeint ist. Und dann gibt's einen fetten, fetten Angriff. Okay, ist das schon der erste Schrein? Oder laufen wir gerade zurück? Wir laufen zurück. Sorry, bisschen verpeilt heute, alles gut. Ja, nicht nur heute. Nope. Okay. Jetzt dürfen wir wieder schwimmen. Was ich nicht so gerne mag. Weil Kena einfach nicht schnell schwimmen kann. Sie planscht ganz gemütlich nach vorne, aber wirklich schnell schwimmen kann sie nicht. Das sieht nach Ärger aus. Okay. Wow, okay. Nicht anvisieren. Nein. Okay. Ja, okay. Ich krieg jetzt hier ganz schön auf die Schnauze. Die Rod können uns auch nicht heilen. Geheimwaffe. Bam. Und nochmal. Bam. Ja, wir sind schon unglaublich gut. Na komm. Rams. War das der letzte? Nee, da gibt's noch mehr Ärger. Ich würde mich gerne ein bisschen heilen. Fies. Okay, Junge, dann komm her. Und ausprobieren. Ich dachte, die Schüsse gehen dann auf die Feinde über. War aber gar nicht so. Bam. Puh. Das war... Puh. Überraschend schwer. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Huiuiui. Ja, wir wären fast drauf gegangen. Aber es ist nochmal gut gegangen. Wir müssen beim nächsten Mal ein bisschen
konzentrierter sein, vor allem die Gegner nicht so unterschätzen, was ich getan habe. So, Rusu, was hast du mir zu sagen? Melting snow from the mountain shrine feeds these streams. The waters here are sacred. Okay. Neues Gebiet. Relativ groß und weitläufig. Wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder in der nächsten Episode von Kena, Bridge of Spirits. Bis gleich.